Welche Vor- und Nachteile die Verbindungseinstellung von Import oder Direct Query in Power BI hat, das sehen wir uns in diesem Video an. Und ich freue mich sehr, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Bevor wir mit dem Import-Modus und dessen Vor- und Nachteilen beginnen, möchte ich kurz ein Wort zu Power BI noch erwähnen. Power BI ist ja ein Self-Service Business Intelligence Tool, mit dem eine Verbindung zu mehreren verschiedenen Datenquellen hergestellt werden können. Es gibt über 92 verschiedenen Datenkonnektoren für das Verbinden zu Datenquellen. Nun gibt es zwei wesentliche Varianten, wie ich auf eine Datenquelle mich verbinde. Einerseits der Import-Modus und andererseits die Direct Query Methode oder auch Live Connection genannt. Wie wähle ich nun den richtigen Verbindungsmodus aus? Das versuche ich nun, indem ich beide Varianten und ihre Eigenschaften und Einschränkungen erkläre. Beginnen wir nun mit dem Import-Modus. Im Modus Daten importieren können Daten in Power BI Cache importiert werden. Es wird empfohlen, die Importverbindung dann zu verwenden, wenn die Datengröße weniger als 1 Gigabyte beträgt und sich die Daten nicht ständig und regelmäßig ändern. Die Daten können mit einer Zeitplanaktualisierung importiert werden, um die neuesten Daten zu erhalten. Mit der Importverbindung können auch weitere Vorteile wie in der leistungsstarken Abfrage-Engine voll ausgeschöpft werden. Zusammengefasst bietet der Import-Modus eine hervorragende Leistung, da sich die Daten im Datenmodell befinden. Darüber hinaus ist man auch unabhängig von einem langsamen Netzwerk. Es gibt auch Nachteile. Hierzu zählt, dass keine Echtzeitdaten im Modell sich befinden und dass aktualisierte Daten erst nach Abschluss der geplanten Datenaktualisierung wiedergegeben bzw. verwendet werden können. Es gibt auch noch einen dritten Nachteil, eben eine 1 GB Größenbeschränkung. Kommen wir nun zur Direct Query und seine Vor- und Nachteile. Die Direct Query, mit dieser kann eine direkte Verbindung zu Daten hergestellt werden. Der Direct Query Modus wird zum Erstellen von Echtzeit- oder nahezu Echtzeit-BI-Lösungen verwendet, wenn sich die Daten regelmäßig und häufig ändern. Es werden keine Daten in Power BI importiert. Stattdessen sendet Power BI beim Erstellen von Visuals oder bei Interaktionen mit Visuals stets eine Abfrage an die Datenquelle. Jede Abfrage darf aber höchstens 1 Million Zeilen zurückgeben. Und nun kommen wir auch schon zu den Vorteilen der Direct Query Methode. Da ist zu zählen, dass die Daten in Echtzeit verfügbar sind, bei jeder visuellen Interaktion. Zu den Einschränkungen oder Nachteilen von der Direct Query Methode ist zu nennen, dass nur eine Datenquelle verwendet werden kann. Darüber hinaus gibt es eben auch die Beschränkung auf 1 Million Zeilen für jede Abfrage. Und nun sind wir auch schon am Ende dieses Videos und ich hoffe, dass dieses Video dazu beigetragen hat, die Funktionen von Power BI Import und Direct Query sowie ein paar Überlegungen dazu näher zu bringen. Schreib mir deine Erfahrungen und Vorschläge in das Kommentarfeld. Danke und bis bald.